Fioretto, der grüne Blumenkohl mit etwas weicherem, aber noch bissfestem Fruchtfleisch, das auch roh schmecken soll. Er ist nur eine Neuheit von 10, die auf der Food Logistica für einen Innovationspreis nominiert sind. Oder wie wär's mit dem neuen Barbecue-Grillmix? Unterschiedliche Gemüsesorten, die dafür vorbereitet sind, auf den Grill gelegt zu werden und dann verzehrt zu werden, vereinfacht das Leben für den Konsument. Er muss nicht einzelne Produkte kaufen und dann vorbereiten. Die Food Logistica ist jedoch mehr als eine Obst- und Gemüseschau. Die 2600 Aussteller und 56.000 Fachbesucher aus aller Welt nutzen auf der Messe die Möglichkeit, künftige Partner direkt zu kontaktieren und die Konkurrenz zu begutachten. Partnerland ist in diesem Jahr Argentinien. Aus Argentinien, die traditionellen Produkte, die man da kennt, sind eher Zitrusfruchten. Aber Argentinien ist auch ein bedeutender Kirschproduzent zum Beispiel und hat auch eine große Bandbreite, Äpfel, viele, viele andere Produkte. Die Food Logistica will auch Anregungen geben, wie man den Verbraucher wieder mehr für Obst und Gemüse begeistert. Der hatte in den letzten Jahren ein wenig den Appetit verloren. Doch nun gibt es angeblich eine Trendwende. Wir müssen natürlich jetzt diesen Trend nutzen, müssen sagen, lasst uns bedingungslos zur Qualität stehen und lieber auch mal 10, 20 Cent mehr bezahlen und deswegen ein gut schmeckendes Produkt zu haben, wie um den letzten Pfennig zu feilschen, weil im Endeffekt wollen wir ja alle nur uns gesund und geschmackvoll ernähren. Doch der Preis ist in der Hartz-IV-Hauptstadt auch nicht ganz unwichtig. Nach Aussage des Deutschen Fruchthandelsverbandes werden 2014 im Vergleich zu den vergangenen Jahren jedoch keine großen Preissprünge mehr erwartet. Da schmeckt es uns doch gleich nochmal so gut.